Deutschlandfunk Börse. Zunächst aber schalten wir nach Frankfurt in den Börsensaal. Berichterstatterin von dort ist heute Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wir wollen uns die Einigung der EU-Finanzminister auf neue Budgetregeln aus ökonomischer Sicht näher anschauen. Ist der Euro jetzt sicherer geworden? Ja, hohe Schulden, das trifft vor allem andere Staaten, sagen vielleicht viele. Und sie denken da an Italien, an Frankreich, an Griechenland. Aber auch hier bei uns wächst der Schuldenberg kontinuierlich an. Heute gab es neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Die Staatsverschuldung hier in Deutschland ist im dritten Quartal auf 2,45 Billionen Euro gestiegen. Chris-Oliver Schickentanz ist zu Gast von der Capitell AG. Herr Schickentanz, was sind denn die Gründe? Zum einen sind das natürlich immer noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Wir haben während der Pandemie sehr, sehr viele politische Gelder genutzt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Dann kam der Ukraine-Krieg dazu, der natürlich auch zu massiven Finanzhilfen geführt hat. Und dann dürfen wir eines nicht vergessen, wir müssen wieder mehr Zinsen auf die Staatsschulden bezahlen. Und das belastet natürlich auch den Bundeshaushalt und führt so dann auch zu höheren Staatsschulden. Im europäischen Vergleich stehen wir noch relativ gut da. Wie kommt's? Ja, ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass wir über Jahre hinweg stolz auf die schwarze Null waren. Das heißt also eine sehr, sehr konservative Haushaltspolitik begangen haben. Und dadurch hatten wir dann in der Krise natürlich deutlich mehr Reserven als viele unserer Nachbarländer. Wenn wir jetzt die gesamte Eurozone im Blick haben, die Schulden sind wirklich gigantisch hoch. Viele sagen ja schon, möglicherweise kommt es zu einer neuen Finanz- und Schuldenkrise. Glauben Sie das auch? Nein, und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen haben viele der Staaten strukturelle Reformen umgesetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren. Dadurch sind jetzt die Ausgangsvoraussetzungen deutlich besser als zum Beispiel nach dem Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise. Bedeutet, wir haben eine durchaus gesunde Ausgangsbasis, um jetzt perspektivisch mit wieder etwas mehr Wirtschaftswachstum dann auch die Schuldenberge ein Stück weit abzutragen. Und zum Zweiten sind die Staatsschulden ja kein europäisches Phänomen. Schwierig wäre es dann, wenn sozusagen sich nur Europa verschlechtert hätte und die anderen Länder ihre Staatsschulden abgetragen hätten. Denn dann hätten Investoren die Wahl zwischen guten Haushalten und schlechten Haushalten. So ist es aber so, dass viele Investoren, die in Staatsanleihen investieren müssen, auch um europäische Staatsanleihen nicht herumkommen werden. Was heißt das denn nun für die europäische Währung? Ist der Euro sicherer geworden? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Der Euro hat ja einen großen Geburtsfehler. Aus meiner Sicht kam er vor einer einheitlichen Finanz- und Wirtschaftspolitik, vor einem klaren Rahmen. Und diesen Geburtsfehler haben wir eigentlich nie wirklich korrigiert. Auch die neuen Regeln, die wir jetzt für die Staatshaushalte gefunden haben, sind nicht wirklich revolutionär. Und von daher versuchen wir hier natürlich 19 Staaten unter einen Hut zu bringen, die doch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Und das ist natürlich insbesondere für die EZB eine Zerreißprobe, denn sie muss auf wirtschaftlich gute, aber auch auf wirtschaftlich schwache Staaten achten. Schauen wir noch einmal auf Deutschland. Viele sagen ja, gerade in der jetzigen Zeit, wir müssen investieren in neue Techniken, in neue Technologien. Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Das bedeutet aber auch noch mehr Schulden machen. Wie damit umgehen? Wie sollten wir agieren? Ich glaube, wir haben tatsächlich den Fehler gemacht, dass wir zu lange auf die schwarze Null geachtet haben, auch zu Zeiten, wo wir uns mehr oder minder für lau, nämlich sogar für Negativzinsen, hätten verschulden können. Wir hätten also sogar noch Geld dazu bekommen, wenn wir neue Schulden aufgenommen hätten. Diese Chance ist jetzt vertan. Jetzt bei Zinsen von über 2% den Bundeshaushalt über Gebühren zu strapazieren, halte ich für keinen guten Plan, sondern da sollte man tatsächlich erst wieder loslegen, wenn die Zinsen deutlich gesunken sind. Das sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG.